Hallo Leute, herzlich willkommen. Und dieses Mal spielen wir ein neues Spiel, und zwar Slender Elementary. Neben mir ist jetzt Claudio, es ist schon wieder ziemlich spät am Abend. Wir sind ziemlich leise, weil, ja, wir wollen eine spezielle Atmosphäre schaffen. Und ich hoffe mal, dass ihr alle Angst bekommt. Und dieses Dunkel in diesem Raum, aus einem unserem Raum, aus einem ganz dunkel. Kein Licht. Also Slender's Senatorium im Schulhaus. Elementary im Schulhaus. Nicht Elementary. Das ist Sanatorium gesagt. Sorry, Elementary im Schulhaus. Wir machen über jedes Slender jetzt einen letzten Test. Also Elementary heißt ja. Senatorium kommt noch, Kaustrophobie oder wie das auch heißt. Menschen kommen. Menschen. Ja, über das machen wir alles noch letzten Test. Und dann kommt gleich, irgendwann kommt mal ein neues Länder raus. Ist dann so, auch wie im Wald, aber kommt dann auch so Häuser, Steine und so. Also, und wie meine Englischkenntnisse mir sagen, heißt Elementary Grundschule, oder? Grundschule, Elementary. Wie kann ich hier nochmals lernen? Lauf mit Shift. Shift, glaub ich. Geht's nicht? Ja, es ist eben... Ach du Heilige. Oh. Es ist eben so, du kannst hier nicht richtig rennen. Du kannst nur ein bisschen schneller laufen, aber richtig rennen und so kannst du. Das geht mir in gewissen Warte, du bist nah. Du bist nah. Willst du knuddeln? High five! Ja, schüttel den Mann. Gib High five. Ah, du böse. Unfreundlich. Sicher mal auch schon ein paar Let's Plays gesehen. Daddy! Dort kam einmal auch so ein abgeschnittener Kopf und so lag mal im Boden oder auf dem Tisch. Es sammelt einfach automatisch ein. Oh mein Gott. Ist das nicht? Nein, ich hab's nicht mal angeklickt. Ich wollte den gar nicht. Warum nehme ich Teddybär? Weil du gerne mit Teddybär. Nein. Jetzt hast du was zum Festhalten, falls Slender kommt. Kannst du dich an dem festhalten? Ach, Teddybär. Wie will die alle überhaupt mitnehmen? Keine Ahnung. Teddybär-Sammlerin. Like a boss. Genau. Boom! Slender in meiner Fräse. Aber ich weiß nicht, wieso, dass man Teddybären einsammeln muss. Ich meine, was hat das mit einer Grundschule oder sonst in der Schule ja, zu tun? Ja, kleine Kinder haben vielleicht Teddys. Ja, aber das müsste im Kindergarten. Ja, Erstklässler, nein, es gibt doch solche, die haben vielleicht auch noch Teddys. Ja, aber kaum. Ja, Teddybär-Fetischisten, nein. Die haben dann viel Spaß mit ihren Teddys. Guck, ich drück nichts. Ja. Ich hab vorhin gar nichts gedrückt. Nimm ihn einfach. Oh Mama. Ist das wie ein Schwert, das durch seinen Kopf geht? Nein, das ist so ein Haken einfach an der Wand. Ich wette, der kommt jetzt gleich. Ja, natürlich! Lol. Du bist schon tot. Ja, nach der dritten Nacht. Er hat mich einfach umgedreht. Wow. Das für ein Arsch, hab mich einfach umgedreht und fertig. Okay, dann machen wir aber ganz sicher noch eine Runde, du hast gleich nochmal, ich will nicht spielen. Nein, ich mach danach Senatorium. Wie kann ich jetzt nochmal spielen? Du musst auf J drücken für jetzt. Boah. Ich drück schon J, warum? Warum? Nein. Warte, vielleicht geht's ein bisschen, keine Ahnung, weil in ein Ton kommt. Okay, warte schnell, wir machen hier Aufnahmepause und schauen das Problem an. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Wir sehen uns ja gleich. Okay. So, okay. Dritter Anlauf, boah. Es hat wieder abgeschmiert, so, ja. Joho. Oh, kacke. Ist jetzt egal, ist nicht so schlimm. Kann ich jetzt wieder weiterspielen? Dieses lustige Spiel. Aber ich werde sich nur wieder nach der verdammten Scheißkack dritten Seite sterben, Mann. Also dritten Teddy. Das geht mir so auf die Beine. Dritter Teddy. Slender kommt 10 Meter weit von hinten. Dort. Lol. So ein Drecksbacko-Arsch. Schaffen nur ziemlich selten Leute, dass sie alle Teddybären oder Seiden oder was auch immer bei Slender schaffen. Guck, da war wohl jemand wieder mal handlos. Slender ist eigentlich wirklich ein schwieriges Spiel. Ja. Generell jedes Slender. Dann steht Gäste von 8 Pieces Collected. Dabei sind sie einfach 8 einzelne Teddybären. Stimmt.
Logik, ja. Fragezeichen. Hm. Nein, warum sieht man jetzt die Maus? Also ich hoffe mal, dass ihr die Maus nicht seht. Lauf. Boah, unfähige. Hätte sie mal nicht so viel Big Mac gefressen. Genau, wegen dem krieg ich nicht mehr so eine McDonald's. Ist zwar lecker, aber ist viel zu hungrig und ist viel zu... Ja, ich sag's nicht, es ist ja, schon... Ja, zwischendurch kann man ja schon gehen. Ja, ab und zu, muss man ja. Jetzt nicht übertreiben. Ja, aber trotzdem, ich hab McDonald's ja nicht mehr so gern. Wir haben mal so ein... Also wir haben bei uns in der Schule mal so einen Film geguckt, wie dieses Fleisch gemacht wurde von vom Huhn bei McDonald's. Das war also... Ja, mich hat's ein bisschen geschockt, wie krank das gemacht ist. Also ich wusste eigentlich schon, dass es so ist, aber wenn man es dann noch einmal selbst sieht, ist dann auch wirklich mal ganz anders. Ja, ist doch egal. Hauptsache ist es fein. Ist ja eigentlich das Wichtigste. Ja, ich weiß, es muss eigentlich hauptsächlich muss die alles schon lecker sein, aber ja, ich will ja, na, wenn ich dann so sehe, was ich dann so esse, zum Beispiel so ein fettes Hühnchen, das nicht mal mehr gehen kann und dann einfach verreckt. Ja, schön lecker. Mhm. Muss jetzt nicht so tun, wir wissen alle, dass du gern Tote bist. Om nom nom, komm zu mir, komm, ich will dich essen. Das Geld, diesen Kopf magst du, oder? Ja, ich will dir die Kuschel, ich will mit dem Kuschel. Das Geld ist Tote, Leute, oder? Ja, Kuschel. Ja, dann sag ich's. Kuschel, ich will mit diesem Kopf kuscheln. Soll ich wieder auf den Platz gehen, oder wie? Keine Ahnung, du spielst. Wir gehen mal gerade aus. Wenn der jetzt schon wieder kommt und mich killt, dann werde ich ja so wirklich Rage Mode. Und dann werde ich vielleicht das erste Mal erleben, wie ich diesen Lebensländer runter mache. Lebensländer, tot, lol. Da kommt bestimmt noch so bald so ein Trolling Face. Dann macht er mich noch aus. Ja, genau. Tralalalalal. Ha ha ha. Scheiße. Scheiße. Schaff ich's, wenn ich's noch auf der Liefer zu kommen? Jetzt kommt er von hinten und bringt mich um. Ha ha ha. Hallo. Ja, ja, dieser Bude kommt hin. Bam, tot. Bam, tot. Ja, ich weiß es ja. Ja, genau, eingesperrt im Raum. Geil. Lol ist weg. Und bam, rechts das oder links. Das ist eben hier doof, bei Elementary Sanatorium und so. Ja, geil. Teleportiert sich irgendwo hin, er verfolgt dich nicht. Der war hinter dir. Das macht mir nicht mal so richtig Angst, das regt mich nur noch auf. Ja, jetzt. Das geht mir so auf den Sack, dass der mal 10-mal kommt, dieser Assi. Ich pack ihn. Ja, töte mich doch wieder, du Scheiße. Dummer Arsch. Entschuldigung für meine Wortwahl, aber diesmal geht er mir wirklich mal verdammt auf die Eier. Beruhige dich, ist ja gut. Arschkackkopf, ey. Bald nehme ich mal das Gewehr mit und dann ball ich dem Slender einen in den Kopf, diesen Scheiß. Es gibt so einen Knarrenmod, wo man so eine Schrotflinte oder sowas hat, kann man ihn dann auch abknallen. Lol. Dann würde ich ja so fast mit der Bazooka kommen und die mir dann in den Arsch schießen, diesen Hurensohn. Nicht zu viel Flur. Ja, sorry. Es tut mir leid, aber... Ah, das kriegt mich auf. Tut mir leid für die Wortwahl, also ja. Wir werden wahrscheinlich noch weiterhin ein bisschen fluchen, deswegen nicht gerade wütend werden und wir hoffen da auch, dass ihr nicht zu klug, dass ihr nicht zu jung für das seid und wenn ja, dann sollen doch eure Eltern kommen, um euch die Ohren zu halten. Sonst schreiben wir einfach bei uns auf dem Kanal nicht unter für Kinder unter 12 Jahren geeignet und sowas. Ja, genau. Nein. Wir sind selbst erst 14 oder so. Ja, okay, das war's mit diesem letztes Jahr. Ja, und ich werde verrückt. Also. Leute, er wird immer verrückt. Er wird immer ziemlich verrückt. Ihr kennt ihn noch nicht, er kann das mal schon. Also, bis zum nächsten Mal. Sonst, ja, nein, okay, hör auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.